Einen wunderschönen guten Abend. Was geht? Die Frage der Fragen natürlich auch heute. Ganz, ganz wichtig. Wie geht's, wie steht's? Wir alle hoffen beides gut. Hast du eine nice Sommersneaker auf dem Schirm, Bro? Also, ich kann euch wirklich wärmstens, hatten wir letztens drüber gesprochen, also Air Force geht immer nach wie vor. Vor allem in Colorways, wenn du die customizest. Und absolute Empfehlung zurzeit ist wirklich Campus. Der aktuelle Campus, der ist wirklich, hatten wir letztens schon im Stream angeschaut. Ich finde, der Schuh ist sehr, sehr, sehr cool. Schön bulky. Finde ich persönlich zurzeit sehr, sehr, sehr nice. Gibt es in tollen Farben. Der hat halt wirklich so diese fette Zunge. Sehr, sehr cool. Dadurch die fetten Schnürsenkel. Ist wirklich ein sehr, sehr, sehr nicer Schuh. Kann ich absolut empfehlen. Checkt die auf jeden Fall ab. Die werden auch gerade immer beliebter. So, die sind sehr, sehr schnell weg und wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. New Balance 530er, ja, die sind halt, das ist halt so Berliner Standardausstattung, so, ne? Ich guck grad, ich zeige euch mal kurz meinen, ich hoffe, dass da hier hinten ist mein Masuhiro, denn ich habe sehr, sehr, sehr schön, ja, 53, 400 Euro. Es ist, da, vor allem, wenn du so einen weißen hast, ja, musst du echt gut aufpassen. Also, ich habe den schon eine ganze Weile und finde auch ein wirklich extrem interessanter Schuh. Ich finde ihn sogar echt bequem, muss ich dazu sagen. Sehr interessant, sieht übelst cool aus und falls ihr Glück habt, könnt ihr die auch zum geilen Preis schießen. Also gibt es in verschiedenen Colorways. So, ich fand die extrem cool, also es ist wirklich, weil auch vor allem die Sohle halt extrem bold halt ist. Na, das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr weit. Hat natürlich eine coole Ästhetik halt mit diesem geschmolzenen. Dann, was da auch eine coole Empfehlung ist, ist im Endeffekt Classy, ein Converse. Hier eine High-Top-Variante, das ist der Dark Shadow, also Kollaboration mit Rick Owens. Rick Owens Dark Shadow Variante ist vom Preis easy. Ich glaube, der liegt so 140, 50, gibt es in Black und in dem so ein Off-White Creamy Ton als High- und Low-Variante. Ich finde ihn als Low-Variante sogar auf den Sommer auch ganz cool. Was stört dich an Berlin und was findest du sehr nice? Also was ich auf jeden Fall nicht so nice finde, ist halt in Berlin ist tatsächlich ist die Entfernung. Also du bist ewig unterwegs. Das ist so, haben Großstädte an sich. Du musst hier grundsätzlich, auch wenn du den Weg kennst, musst du wirklich Navi anmachen, damit du guckst, okay, welchen Weg empfiehlt er dir, weil du hast schnell mal Pech, dass du irgendwie deinen Hauptweg, den du gerne fährst, dann mal irgendwie Stau ist, sich jemand an die Straße geklebt hat, dass du wirklich dann einfach so am Arsch bist. So. Das ist halt so, die Entfernung ist gestört. So, ne? Wir sind ja auch so ein bisschen außerhalb von Berlin. Also wir sind in Berlin, aber so am Rand Berlin und wenn du irgendwo reinfährst, du bist nie unter einer halben Stunde unterwegs. Das ist für hier normal. Das ist schon so ein bisschen Abfuck. Ansonsten, die Stadt ist halt jetzt nicht so die hübscheste. Von dem her, ne? Was ich aber extrem feiere, ist halt der Drive der City. So das Urbane, das Multikulturelle, das wirklich Internationale, was du in der Stadt halt hast. Du hast extrem viele Situationen, die sich ergeben und Möglichkeiten. Da kommt schnell mal ein Anruf, ey, bin in der City, komm vorbei. Auf einmal bist du im Studio bei jemandem, krassen, der Rapper, und dann kannst du kurz quatschen, vielleicht sogar Klamotten positionieren. Also für mich persönlich im kreativen Segment finde ich das übelst nice. Essen. Auch ganz krass, braucht man nicht drüber reden, Großstadt. Und was ich auf jeden Fall absolut abgefuckt finde, ist der Flughafen Berlin. Der ist totaler Müll, das ist Katastrophe. Und ja, das ist das Nervige. Aber was ich persönlich für die Mode ganz nice finde, ist, deswegen sind wir auch vor allem nach Berlin gegangen, ist der Einfluss. Du merkst den Einfluss der Großstädte in deinem Tun, weil du im Endeffekt ja sehr... Du musst Kollektionen entwickeln, die der Kunde im Endeffekt wirklich zu dem Zeitpunkt des Releases versteht. Und wenn du in einer kleineren Stadt bist, musst du dir diesen Input vor allem viel aus dem Internet ziehen, um zu sagen, so, okay, wo sind die Leute? In der Stadt hier, das umgibt dich. Du kriegst das mit und du weißt, okay, die Leute sind auf jeden Fall, sind soweit, die verstehen das, was ich davor habe. Berlin ist auf jeden Fall, hat Vor- und Nachteile und ist nicht für jeden was. Plus für mich war das aus der Komfortzone, sich rauszubewegen. So in der Heimat, so ne, das, was wir an Miete zahlen etc., ist hier natürlich gottlos, muss man dazu sagen. Wenn man aber im Endeffekt in der Heimat ist, dann ist alles entspannt, man kennt sich so ein bisschen, man wird so ein bisschen lazy vielleicht oder zumindest so pusht das halt
so nicht mehr ganz so. Und wenn man sich zu wohl fühlt, dann verändert man sich nicht wirklich oder schafft nicht die nächste Stufe. Und deswegen finde ich wichtig, dass man grundsätzlich, auch wenn man jung ist oder auch sich einfach mal traut, so ein bisschen seine Wohlfühlzone zu verlassen, weil du dann kriegst du die nächste Stufe erreicht, wenn man es vorhat. Eugen, was meinst du, wie wird sich der Konsum vor allem bei Klamotten in den nächsten Jahren entwickeln? Also der Konsum, ich glaube, der Konsum, das haben wir in Corona-Zeit gesehen, ist eigentlich noch stärker geworden, was Online-Business angeht. Ich glaube, dass grundsätzlich dieses Kleidungsthema immer sehr stark bleiben wird, weil die Leute wirklich sehr gerne einfach was Cooles anziehen und sehr gerne schöne Kleider, man sagt ja, Kleider machen Leute. Das ist nach wie vor so, dass man sich auf jeden Fall gut fühlt, wenn man coole Klamotten anhat. Ich glaube einfach nur, dass der Konsum wird sich so ein bisschen splitten. Ich glaube, dass viel mehr Leute, die es bewusster konsumieren, sich eine eigene Brand suchen oder einen Pool von Brands, aus denen die sich bedienen, wo sie eine bessere Connection zu der Brand aufbauen, beziehungsweise wo sie ein bisschen mehr connected sind, als jetzt einfach random Zara zu kaufen. Wenn man eigentlich cool aussehen will und einen Fick drauf gibt auf Qualität und auf die Authentizität beziehungsweise einfach auf diesen Fast Fashion aufsteigt, kann man sich auch natürlich mit Zara bedienen. Man kriegt ziemlich aktuelle Trends, man ist schnell cool angezogen, man ist zwar vielleicht so ein bisschen NPC-mäßig, weil es natürlich Massenware ist und man dazu viel mehr beiträgt, dass diese Konzerne, die vieles ist ja kopiert von denen, na, weil die erkennen schnell die Trends, kopieren das, was die Designer machen, dann bringen das sehr, sehr schnell für die breite Masse. Ich glaube, dass da der Konsum ein bisschen bewusster wird, hoffe ich zumindest, dass die Leute einfach viel mehr Fokus auf das Brand finden, dass die wirklich eine Connection aufbauen zu der Brand. Also so schätze ich das einfach ein und wirklich einen Tuck bewusster konsumieren. Aber es wird nach wie vor sehr stark bleiben. Man sieht das auch leider bei, wenn man die große graue Masse der Menschen sieht, bei Shein. Shein ist so geboostet und die sind ja nur am Rippen. Shein release, glaube ich, täglich 7000 neue Styles. Täglich kommen bis zu 1000 neue Produkte hinzu. 1000 neue Produkte. What the fuck? Bedeutet, das ist vieles Geripptes halt. Und es ist natürlich Trash halt. Es ist halt, ja, das ist ganz, ganz, ganz krass. Problem sind doch die Influencer, die jede Woche ein LPU auf Insta laden, dass die 10 neuen Teile haben. Die haben die Teile nicht, die meisten schicken das zurück. Also viele konsumieren das gar nicht so intensiv. Die haben die Klamotten, die brauchen, die konsumieren. Ich glaube, viele von denen verlieren auch die Freude an der Klamotte. So, die konsumieren das oder die machen das für den Content. Die bestellen 10 Zahns, schicken es zurück. Viele, die ein bisschen big sind, die kriegen natürlich auch Geld dafür, die Sachen zugeschickt. Und das ist ja bei mir so, dass ich nie Influencer bezahle für die Root-Klamotten. Das heißt, wenn jemand irgendwie cool ist und sagt, er hätte gerne Root-Stuff, dann, wenn es zu Root passt, dann kriegt er die von mir zur Verfügung gestellt, aber ich zahle keine Influencer zum Beispiel, weil ich will, dass da Wertschätzung für die Kleidung natürlich genauso haben ist. Und Ey, Geheimtipp. Ich verrate euch mal jetzt Folgendes. So ein absoluter Insider. Alright, haltet euch fest. Absoluter Insider. Farfetch. Wie schafft man das als Brand bei Farfetch ranzukommen? Gar nicht so schwer. Und zwar, viele von euch wissen das natürlich, ist Farfetch ein Marketplace. Das heißt, sie sind kein Retailer in dem Sinne oder kein eigener Versender, sondern sie sind Marketplace, bedeutet es ein Zusammenschluss von mehreren Stores. Es gibt sogar eine Liste, wenn ihr danach sucht, Marketplace oder Stores Farfetch, dann seht ihr eine komplette Auflistung von den verschiedenen Ländern, wo im Endeffekt Farfetch mit connected ist und die im Endeffekt dann bei Farfetch reinstellen dürfen. Das sind meistens Boutiquen, Retailer, die coole Brands haben und wenn ihr zum Beispiel Sachen bestellt auf Farfetch, kommen die nicht vom Farfetch direkt, sondern von diesen Boutiquen, mal kommt aus Spanien, aus Polen, Deutschland und so weiter, je nachdem, wo das halt zur Zeit liegt. Was ihr natürlich nicht so direkt mitbekommt, weil es immer in dem Farfetch-Paket ankommt. Na, das ist natürlich die Voraussetzung. Folgendes. Wie schafft man es, dadurch, dass es ja kein eigener Retailer ist, wie schafft man das, bei Farfetch ranzukommen? Ihr müsst nur in den Retail reinkommen, der bei Farfetch als Marketplace gelistet wird. Bedeutet, ihr guckt einfach rein, Marketplace, Stores, Deutschland, dann kommt ihr auf die Seite und dann seht ihr alle Stores, die bei Farfetch quasi listen. Deutschland, bam, die ganze Liste. Das sind, glaube ich, 10, 15 Stück.
unter anderem auch The Gate aus Berlin. Und jetzt musst du es Folgendes schaffen. Du musst es schaffen, dass deine Produkte bei diesem Retailer in den Laden reinkommen. Weil alles, was er im Laden hat, wird er auf Farfetch listen. Step Nummer 1. So kommt ihr erstmal auf Farfetch rein. Step Nummer 2. Wenn ihr auf Farfetch unter Designern gelistet werden wollt, das heißt, wenn man zum Beispiel auf Farfetch sagt, zeig mir alle Designer an und die haben ja diese Liste mit den ganzen Alphabeten drin, bam, 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 bam. Das ist ja so die nächste Stufe, damit es noch ein bisschen legit aussieht. Die nächste Stufe ist wie folgt. Damit ihr dort als Brandname reinkommt, müsst ihr bei 5 Stores sein. Wenn ihr bei 5 Marketplace-Stores seid, die quasi bei Farfetch listen, kriegt ihr einen Eintrag in die Markenliste. Also bedeutet Step Nummer 1, erster Retailer, damit du quasi auf Farfetch listen darfst. Zweiter Step, 5 Retailer aufmachen, kann europaweit sein und dann kommst du in die Liste sogar, dass du gelistet wirst. Luisa Via Roma zum Beispiel läuft anders, ist ja italienisches Pendant dazu. Luisa Via Roma ist ein Einkäufer, also ist ein Retailer, ist ein riesiger Laden, kann man sich wie Zalando vorstellen. Sie kaufen ein. Bedienungen bei Luisa Via Roma, gottlos. Also ihr braucht eine Marge und dann auch die Voraussetzungen, die Retourengeschichten und so weiter, plus Cash, was ihr nutzt, ist wirklich gottlos. Okay, welche Marke deiner Meinung nach im kreativen Bereich meistens richtig macht, Brava, wie Bottega? Also, du meinst, okay, das ist ja schon mal so eine Ansage. Da geht es ja zumindest um die High-Fashion-Brands. Aktuell, meiner Meinung nach, High-Fashion-Brands macht natürlich, trotz des Skandals, macht Balenciaga so natürlich so den meisten so Film halt so was so Kollektion angeht. So, ne? Vieles davon nicht so wirklich tragbar. Ich fand natürlich Louis V mit Virgil Abloh war natürlich wirklich absolut genial. Ich bin sehr gespannt, was Pharrell jetzt macht. Louis V ist natürlich dort sehr, sehr, sehr krass. Prada solide immer. Da ist jetzt irgendwie in meinen Augen nicht so eine Waves halt so, also aktuell so, die wirklich so in dem Kosmos meiner Meinung nach so richtig so extrem viel Attention drauf zieht, ist definitiv Balenciaga und Louis V. Die sind so die extrem Filme machen. Was meine Wahrnehmung zumindest angeht. So, ich finde natürlich so Y-Project sick, was jetzt so die Kollektion angeht. Aber wenn man jetzt die großen Modehäuser nehmen, Balenciaga und wirklich Louis V, die sind da schon so krass. Ansonsten, wenn wir jetzt so die kleineren Brands nehmen oder so ein bisschen entspannter nehmen, zahlentechnisch zumindest oder von dem Business-wise, finde ich, macht das einfach Represent am krassesten. Die machen das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aktuell kommt auch Axel Arigato sehr heftig geboostet in dem Segment. Die Cole Buxton-Jungs auch ganz solide. Na, so jetzt, wenn man so ein bisschen diese Bubble so ein bisschen reinnimmt. Wenn man jetzt natürlich die deutschen großen Player reinnimmt, ich finde, dass umsatztechnisch wohl Trend Vision ganz gute Sprünge gemacht hat. Peso mit der neuen Ausrichtung natürlich ganz nice. LFTY schon immer in ihrem Bereich sehr, sehr stark, erreichen sehr, sehr große Masse, finde ich, dass die es ganz cool machen. Robert hat eine coole Kollektion jetzt rausgehauen, aber es zähle ich noch zu deutlich kleineren in dem Segment, wenn man jetzt wirklich so die Big Player nennt. Alright, Boys and Girls, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.